So Leute, damit willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Und ja, wir sind hier mit Lodgok unterwegs. Zauberer sehen die Dinge anders. Ein Wunder, dass Kobolde und Zauberer je zusammenarbeiten konnten. Es gibt unzählige Unterschiede zwischen uns. Ganz offensichtlich. Es mag Sie überraschen, aber ich halte diese Unterschiede nicht immer für unüberwindbar. Das ist der Grund, aus dem ich heute mit Ihnen zu diesem Grabmal reise. Wir haben ja letzte Folge mit Lodgok gesprochen. Er will, dass wir jetzt irgendeinen Helm finden und im Gegenzug dafür, ja, bringt er uns oder hilft er uns quasi, mehr über Ranrocks Plan herauszufinden. Mal gucken, ob das wirklich so funktioniert. Also bis zu dem Zeitpunkt jetzt so ist er eigentlich vertrauenswürdig. Und ja, von daher, da unten sind Feinde. Ich muss mal ganz kurz, Leute, Sekunde. So. Sind wir bald da. Da hinten ist wieder ein Rätsel von Merlin. Das müssten wir uns auch mal angucken eigentlich. Ich muss mir mit Malvenkraut wieder besorgen. Weil, warum ist das hier umgestellt? So. Sofort aufhören! Schnauze. Ja, ist ja gut. So. Ich wollte gerade sagen, sieht aus wie Stonehenge. Aber dann war es das doch nicht. Ah, und hier ist es, das Hexengrab. Ein schrecklicher Ort, nicht wahr? Geschmackssache. Revelio. Wieder Schnellreisepunkt, okay. Viel Glück bei der Suche nach dem Helm. Ein Zauberstab sollte dabei von Vorteil sein. Haben Sie denn noch Fragen, bevor Sie aufbrechen? Okay, was Besonderes hatten wir da schon? Das ist eigentlich interessant. Ranrock und Rookwood haben sich anscheinend verschworen. Warum nur? Ich hörte davon. Wenn jene mit finsteren Herzen sich verschwören, offenbaren sie ihre Absichten nur selten ganz. Ich kann nur spekulieren, aber ich denke, dass ihr Bündnis recht zerbrechlich ist. Hoffen wir, dass unseres stabiler ist. Das will ich auch hoffen. Was macht diesen Helm denn so besonders? Erdkotts Helm ist ein antikes, geschichtsträchtiges Relikt aus einer Zeit der Einigkeit zwischen den Kobold-Clans. Er inspirierte zu wahrer Größe, jedenfalls bis er nicht mehr unser war. Dann wurde er etwas anderes. Ein Symbol all dessen, was verloren ging, was uns die Zauberer genommen haben. Es zurückzuholen würde den Kobolden viel bedeuten. Und Ranrock. Er wäre mir dankbar, wenn ich es zurückgeben würde. Okay. Ich schätze mal, Sie wissen nicht, was mich in dem Grab erwarten könnte? Da eine dunkle Hexe involviert war, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Sie auf die dunklen Beschützer namens Inferi treffen. Die verderbten Geschöpfe gedeihen in Dunkelheit und Kälte. Vernichten Sie sie mit Licht, Kraft und am effektivsten Feuer. Natürlich. Jetzt ist mir alles klar geworden. Ich hoffe, dass unser Bündnis Früchte trägt. Nochmals viel Glück. Okay. Ich werde hier sehnsüchtig Ihre Rückkehr erwarten. Bitte passen Sie auf. Ja. Also dann Inferi. Das wird ja interessant werden. Das wird ja sehr, sehr interessant werden noch. Revelio. Okay. Dort ist jede Menge Zeug. Verschlossen. Okay, warte, ich brauche Lumos. Ich
Okay, wo musst du hin? Warte mal, muss ich dich zu der Fackel bringen? Nee. Okay, das nützt nichts. Warte mal, da geht's ja auch noch lang. Ach so, okay, jetzt hab ich's. Motten. Seltsam. Wieder mal Rätsel lösen. Bei Merlins Bad. Ja. Revelio. Truhe. Vier Augenbrille, okay. Das klang wie Pasel. Was ist hier noch? Irgendwas ist hier noch, das sehe ich. Irgendwas wird hier noch sein. Das kann nicht das Grab der Hexe sein. Ich muss wohl noch weitersuchen. Wer ist dann hier begraben? Lumos. Warte mal. Eins. Lumos. So. Zwei. Ach hier. Okay, nicht identifizierter Gegenstand. Incendio. Lumos. Falscher Knopf. Entschuldigung. So. Ich sehe schon, gleich treffen wir auf Inferi. Ich glaube, hier ist noch jemand. Ja, oder etwas. Inferi müssen mit Feuerzaubern getroffen werden, um sie... Ich mach mal leiser gerade. Inferi müssen mit Feuerzaubern getroffen werden, um sie für andere Angriffe verwundbar zu machen. Geh in das Sammlungsmenü, um mehr über die Wachstellen der Gegner zu erfahren. Okay, gut. Incendio. Aua. Boah. Incendio. Sie sind wirklich hartnäckig. Konfrinto. Incendio. Protego. Ach hier. Gepult. Incendio. Alter. Incendio. Boah. Okay, das haut es schon ordentlich rein. Alter, ich hoffe, Leute, mal, manchmal ist es... Ich kann das jetzt, wenn die sich abschätzen, wie laut das Ganze für euch ist und für mich, ne? Also sollte es an manchen Stellen für euch zu laut sein, ich bearbeite es ja im Nachhinein noch, wenn ich es persönlich zu laut finde. Aber bitte schreibt es in die Kommentare, wenn es zu laut oder zu leise ist, wenn ich irgendwas anpassen soll, was Sound betrifft. Rebellion. Kiste. Ja, hoch. Okay, Dämmerungsumhang. Ja, gut. Aber eigentlich, aktuell sind sie in Ferie eigentlich relativ einfach zu besiegen. Muss ich sagen. Okay.
Lumos. Eins. Wenn ich es irgendwie antreiben könnte, ließe es sich vielleicht drehen. Okay, und wie? Warte mal. Da oben ist eine Motte, oder? Nee, hä? Dort ist Zeug, dort ist Zeug. Okay, hä? Okay. Hier drauf ist eine Motte abgebildet. Genau wie auf der Tür. Brauche ich eine Motte dafür? Lumos. Komm mal mit. Ach. Ach hier. Warte mal. Lumos. Aha. Aua. Gut. Zack. Revelio. Sonst ist hier doch nichts mehr, ne? Okay, jetzt wird sich's hier teilen. Da wird's lang gehen. Ich guck aber erstmal hier. Okay, da ist zu. Was ist hier? Okay. Lumos. Kann ich... Warte mal. Kann ich damit... Reparo. Nee. Hä? Die Plattform muss näher heran. Nur wie? Ach hier. Wir haben Knochen. Uppala. Wir haben jede Menge Knochen. Aha. So kann man es natürlich auch machen. Okay. Gut. Das ist aber auch cool. Auch ein interessantes Rätsel. Okay. Dann zurück zum eigentlichen Revelio. Punkt. Was hängt denn da? Das wirkt instabil. Auf nach unten. Das ist der einzige Weg. Aber ich will mal gucken. Revelio. Aha. So. Zack. Ach hier. Okay. Revelio. Kiste. Ach hier. Noch eine Kiste. Riesiger Tisch. Okay. Okay, das ist wahrscheinlich was für ein Raum der Wünsche. Ich habe keine Ahnung. Okay, dann würde ich sagen. Ist das noch irgendwas? Nö. Ab nach unten. Habe ich mich jetzt erschrocken. Okay, wir könnten dort lang. Alter, wie groß ist diese Höhle bitte?
Lumos. Eieiei. Ach so, okay. Ach, dann okay, damit komme ich wieder nach oben. Ja gut, dann. Wenn es ansonsten weiter nichts ist, dann ja. Da geht's. Geht's da? Kann ich da abtauchen irgendwie? Siehst du, dass wir nicht da lang können? Unten drunter oder so. Okay, anscheinend nicht. Eieiei. Wirf einen Gegner mit Impulse ins Erreichen. Oh, nö. Contringo. Aua. Okay, das wird doch etwas knapp werden. Okay, komm. Okay. Das war doch schon etwas schwieriger. Also, was ich definitiv so merke, ist, dass quasi es wesentlich lauter wird, logischerweise, wenn ein Kampf stattfindet. Da muss ich dann mal gucken, wie ich das mache. Hauch der Toten. Okay, was auch immer das bedeutet. Da ist eine Motte, da ist eine Motte. Motte. Lumos. Du kommst dorthin. Akir. Betrüger. Okay, wo passiert dir was? Hä? Komm ich da irgendwie hoch? Ich check's gerade nicht. Ach so. Nee, hä? Warte. Okay, das ist jetzt schon wieder etwas kniffliger. Das wirkt ja noch komplizierter. Ja, ist es, glaube ich, halt echt auch. Aber Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und schreibt halt mal wirklich in die Kommentare, ob es an manchen Stellen wirklich zu laut ist oder nicht. Ansonsten, ja. Danke fürs Zusehen, Leute. Bis zur nächsten Folge. Ciao.